und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal zu einem gewünschten Thema. Welchen Vorteil oder Nachteile, gibt es eigentlich wenige, bringt ein sogenannter Öl- oder Catch-Tank? Der Gesetzgeber schreibt ja vor, dass die Kurbelgehäuse, Entlüftungsdämpfe nicht ins Freie geleitet werden, sondern dass die praktisch dem Motor wieder über die Ansaugseite zugeführt werden sollen, um, wie gesagt, schädliche Gase, wie gesagt, von der Umwelt fernzuhalten. Das ist halt Gesetzgebung. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt maximale Höchstleistung fahren will oder einen hochaufgeladenen Motor habe, was ja meistens dann die Folge davon ist, dass ich viel Leistung habe, will ich ja möglichst eine reine Luft haben, um eine optimale Gemischbildung zu haben und nicht irgendwelche Öldämpfe noch da drin haben. Wenn ich jetzt praktisch an diese Kurbelgehäuseentlüftung einen sogenannten separaten Tank, sprich diesen Catch-Tank, leite, ist das natürlich von Vorteil. Oft stellt sich natürlich dann die Frage, wo kann ich den platzieren, weil bei häufigen modernen Autos ist oft so wenig Platz, da hat man Mühe, irgendwo war dann noch zusätzlich was zu verbauen. Aber wie gesagt, der hat eine gewisse Vorteile, wie gesagt. Es gibt geschlossene Systeme und offene, die haben separaten Filter. Praktisch wird der Schlauch von der Entlüftung in diesen Tank geleitet. Da sitzt oben ein kleiner Filter drauf. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich sage mal 0,3, 0,5, 1 Liter bis 3 Liter beispielsweise. Und den kann man dann irgendwo verbauen. Das ist natürlich in dem Sinne eher, wie gesagt, noch ein bisschen leistungsfördernd, weil optimale Gemischbildung wird noch ein bisschen gefördert. Und keine Öldämpfe dem Motor zugeführt. Da kann ich auch zum Beispiel jetzt noch bei Geländewagen die Getriebeentlüftung und die Achsentlüftung annehmen, wenn ich sage, ich fahre hier oder da mal ein bisschen durch etwas tieferen Wasser. Muss man ja auch berücksichtigen, nicht, dass mir Wasser ins Getriebe oder in die Achsen läuft über die Entlüftung. Das darf man nicht vergessen. Sonst ist der Schaden vorprogrammiert. Und unabhängig von der Ansaugluft natürlich. Ja, das wäre erstmal, was man dazu sagen kann. Die Catch-Tank gibt es, wie gesagt, von verschiedenen Anbietern. Preislich schwankt das ziemlich stark. Verschiedene Anschlüsse, entweder mit Dash oder mit normalem Schlauchanschluss, kann man sich aussuchen. Die Auswahlpalette ist ziemlich groß. Generell, wie gesagt, wenn ich maximale Leistung, würde ich das Ding immer irgendwo verbauen. Selbst beim Sauger bringt schon ein bisschen was. Bei den offenen Systemen sitzt oben ein kleiner Filter drin und dann gibt es noch welche, wo ein Filter in dem Catch-Tank mit verbaut ist, der dann wirklich praktisch die Öldämpfe abfängt, dass dann wirklich nur, ich will nicht sagen reine Luft, aber einfach Luft nur nach außen gelangt und keine Öldämpfe in die Atmosphäre. Und jetzt kommt wie immer ein neues Soundrätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.